Und ja, das Ganze, das zahlt sich einfach aus. 67 Sekunden hat er gebraucht, schiebt sich damit auf vierten Rang. Und wir sind gespannt, jetzt nämlich auf Markus Ehning, der antritt mit Prätatu. Hier raus aus den Doppeloxern. Das ist vielleicht so ein bisschen so eine Zwischenzeit, die wir uns nehmen können, um sie gleich mit den anderen Runden vergleichen zu können. So, jetzt in der zweiten Hälfte, die beiden drehen auf und so, auch er verschwendet eigentlich fast gar nicht den Blick im vorn rum. Er weiß, das ist hier so hakelig. Da ist es viel besser, den Fluss weiter beizubehalten und dann mit einer neuen Topzeit ins Ziel zu kommen. Und die heißt 62 Sekunden. Markus Ehning. Und Prätatu, sie toppen noch einmal das Ergebnis von Michael Whittaker und JB's Jane Baines Hot Stuff. So, das ist jetzt meine Hausnummer. Das sind nicht nur 62 Sekunden, das sind 62,08 Sekunden gewesen. Wow.